Servus Leute, hier ist wieder Poruk und damit herzlich willkommen zum erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, wir haben ein paar kleine Änderungen in unserem Setup. Dieses wunderschöne Stück hier hinten. Kommen aber später drauf zu. Und zwar heute die Auflösung zum 50 Abonnenten-Special des Videos. Sehr, sehr gut bei euch angekommen. Es haben einige Leute mitgemacht, die wirklich geliked haben, kommentiert haben, hoffentlich auch abonniert haben. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Wir sind mittlerweile, glaube ich, Stand jetzt heute, 21.02. auch schon bei 63 Abonnenten, also es ist ganz schön nach vorne gesprungen. Dafür vielen, vielen Dank. Und auch die Klicks in letzter Zeit, wirklich vielen Dank dafür. Ja, wir werden heute das Ganze auflösen. Bedeutet, heute wird bekannt gegeben quasi, wer dann das 50 Abonnenten-Special gewonnen hat. Also hier nochmal der Inhalt, die Sticker, die Karten und das Evolution Booster quasi. Und ja, wer gewonnen hat, das erfahrt ihr am Ende der Episode, also auf jeden Fall dranbleiben, denn ich habe noch eine kleine Besonderheit für heute. Und zwar ist heute der 21.02. und tatsächlich habe ich am 21.02. auch Geburtstag, also heute. Und das erste Geschenk, was ich bekommen habe, also ich möchte euch einfach ein paar Geschenke zeigen, die ich bekommen habe, weil es alles sehr, sehr viel Pokémon-related ist, ist diese wunderschöne Matte hier, also die ist extrem geil. Wir haben Glumanda, wir haben Bisasam, Shiggy, Shillok, Bisaknoss und Lutexo und dann hier die Bad Boys mit Turtok, Bisaflor und Glurak und natürlich in der Mitte Rot, was halt auch mein Profilbild ist quasi hier auf YouTube, daher passt es eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Mega geiles Geschenk, habe ich sehr, sehr gefeiert. Ja, als nächstes, was ich noch bekommen habe, ein bisschen für euch zur Unterhaltung, ein Clash der Rebellen Booster und eine Gortrom V Tinbox. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt auch direkt auf, dass ihr da so ein bisschen Inhalt bekommt, was wir dann so im Video machen. Aber wir fangen jetzt hier direkt mit Clash der Rebellen noch an. Und machen das auf. Komm schon. So, mal noch eine kleine Abwechslung zwischen den glänzenden Schicksalspart. Da sollte auch immer die nächsten Tage, sollte noch mehr kommen. Keine Sorge, Leute. Hier eine kleine Codekarte für euch mal wieder. Da sollte mehr kommen. Das Video ist bisher, also die Videos, Part 1 und 2 sind bisher draußen, sind auch sehr, sehr gut bei euch angekommen. Dafür vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Part 3 kommt dann heute raus. Und ich krieg da noch ein paar Boxen, also definitiv abonnieren und liken, damit ihr da keine künftigen Videos mehr verpasst. Wir haben einen Sankabu, wir haben einen Clonkat, Rare Solo Marbula und... Okay, Gala Gorgason, eine Holo-Karte. Sehr, sehr geil, nehmen wir mit. Gorgason auch ein echt ein schönes Pokémon, muss man sagen, aber... Die Story dahinter ist dann doch ein bisschen traurig eigentlich. Aber naja, kommt auf jeden Fall hier hinten hin. Wir machen weiter mit der Gortrom V Tinbox. Ich mache die jetzt hier auch auf, dass es nicht irgendwie heißt von wegen, hey, sealed und oder Packs reingeschmuggelt und so. Denn wir haben ja hier die Chance wieder auf ein Evolution Booster. Es könnte eins drin sein. Komm schon. Ganz schön gut verpackt auf jeden Fall. So. Also. Ihr kennt den Spaß. Gortrom V ganz oben. Und die das letzte Booster könnte quasi von Evolution sein. Wir gucken mal. Hier wieder eine Codekarte für euch, Leute. Heute mal ein Spendenmodus. Wir haben Schwert und Schild, Welten im Wandel und. Okay, Sonnenmond. Aber trotzdem vier Booster, die wir aufmachen können. Hier noch das Gortrom V. Und das kümmere ich mich später. So, du kommst hier erstmal auf die Seite. Dann haben wir eben vier Booster. Wir machen einfach Schwert und Schild mal auf. Da wäre natürlich das Lapras V-Max. Wäre sehr, sehr nice. Oder generell hier überhaupt irgendwas zu ziehen, so als Geburtstagsgeschenk für mich selber. Hätte was, hätte was. Hier mir die Wasserenergie, Hypertrank, Zitrobeere, Kranowitz, ein Hoplo, Salanga, Voldi, Chimpep, Kupfanti, oh, Reverse Holo Rihornior. Und ein Humanoid, aber okay, okay, okay. Rihornia, sehr, sehr geiles Pokémon. Nimmt man auf jeden Fall mit. Genau, und ihr seht da hinten auch im Hintergrund übrigens eine Mew V-Box. Und zwar war ich ja vor kurzem mit einem Kollegen eben auf Glänzende Schicksalsuche, also am Freitag mittlerweile vor 2 Tagen. Wir haben leider kein Glänzendes Schicksal bekommen, wie ihr es ja in den Videos wahrscheinlich schon gehört habt. Aber ich habe eine früheres Tin bekommen. Die haben wir aber einfach so geöffnet, war jetzt auch leider nichts drin, daher habe ich die Box hier. Da kommen aber nochmal tatsächlich ein paar, die müssten auch morgen oder übermorgen kommen, also am Montag oder Dienstag. Da kriege ich nochmal 3 Frühjahrstins, also von jedem 1, Mew, Lamos und Lucario. Das wird auf jeden Fall auch im Channel geöffnet. Oh, okay, hier ein Pikachu.
Also auch dafür einfach mal abonnieren, liken, damit ihr das nicht verpasst. Goldini, Reverse Holo und Lepumentas kommen. Okay. Okay, okay. Dann machen wir als nächstes Belten im Bundle auf. So. Dafür 1, 2, 3 und 4. Und wir haben die Feuerenergie, ein unbekanntes Fossil, ein Galoppa, Mika, Togedemaru, Knackleon, Flabebe, Tangela, ein Zwirrlicht, ein Branavats Reverse Holo und ein Tromborg im Tromborg als Rare, aber in Unholo. Okay. Die Box bisher von den Pulls ist okay. Ist okay. Zwei coole Reverse Holo Karten. Wir haben jetzt hier nochmal einen Sonne- und Mondbooster. Vielleicht haben wir hier im letzten Pack noch ein bisschen was drin, dass die Box sich auch gelohnt hat. Ich meine, klar, es war ein Geschenk. Das sagt man immer auf jeden Fall ja. Ist immer sehr, sehr geil. Aber wenn man dann belohnt wird, wäre es natürlich umso geiler. Deshalb mal schauen hier die Box auf den Kopf. Und wir haben 1, 2, 3 und 4. Das Booster kommt auf die Seite. Und wir haben eine Feenenergie, eine Rockheimmann, eine Regenbogenenergie, okay, ein Akkub, ein Ibitak, ein Paras, ein Yorklef, ein Frubbel, ein Araqua, eine Doppelfarblosenergie und. Oh! Lapras GX! Geil! Geil, geil, geil. Okay, okay, die Box hat sich auf jeden Fall gelohnt. Lapras ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Feiere ich extrem, bin ich ja ein bisschen auf der Hand in glänzendes Schicksal. Wäre dann natürlich auch sehr, sehr geil, wenn wir das bekommen würden. Oder ich halt. Ja, ich mache jetzt hier einfach noch eine Kleinigkeit. Ich habe hier nochmal einen Code, Boys, hier für euch. Ein weiterer Code. Ein weiterer. Und erneut, dass auch jeder so eine Kleinigkeit hat, dass er was bekommt. Einfach weil ich vielen, vielen Dank sagen will für das, was ihr bisher für mich gemacht habt. Einfach mit 63 Abos jetzt schon. Und ja, dann geht es jetzt im Prinzip darum, wer das hier gewinnt. Bevor ich aber das verlose, möchte ich euch eine Kleinigkeit zeigen, die ich auch bekommen habe. Und zwar sehen wir uns dafür gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder. Und zwar die Kleinigkeit, die ich euch noch zeigen wollte, was ich eben auch zum Geburtstag bekommen habe, war unter anderem einmal das hier. Noch nicht geöffnet, seht ihr, Made in China, gut. Ist quasi auch so für meine Karten einfach so ein Häppchen oder so eine Hülle. So ein Aufbewahrungsding hier mit schönen Ash, Pikachu und Raichu. Finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Davon haben wir auch nicht nur eins bekommen. Beziehungsweise ich habe nicht nur eins bekommen, sondern noch ein zweites. Auch mit Ash, Pikachu und hier Glurak. Sehr, sehr geil. Hier noch schön alle Energien, die es gibt. Hier sind es alle. Pflanze, Feuer, Wasser, Elektro, Psycho, Normal, Kampf, Unlicht, Metall. Gut, Drache fehlt auf jeden Fall. Unlicht fehlt. Was fehlt noch? Eis fehlt. Ja, also trotzdem sehr, sehr cool, finde ich. Dafür großes Dankeschön kann man quasi dann so falten, aber will ich jetzt erstmal noch nicht machen. Des Weiteren, weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte von meiner Kindheit aus immer so einen großen Ordner halt, wie man es jetzt halt für die ganzen Unterlagen und Dokumente kommt. Und davon habe ich jetzt auch nochmal einen bekommen. Hier schön mit Glurak, ihr seht es ja schon, Glurak Fanboy, Charizard steht hier überall drauf. Sehr, sehr, sehr nice, habe ich mich mega drüber gefreut. Leider, was tatsächlich fehlt, sind die Hüllen quasi, um hier was reinzumachen, aber die werde ich mir noch zulegen. Und es war es immer noch nicht, was Pokémon-Stuff angeht. Also eben die Matte habe ich noch bekommen. Finde ich, also es sieht wirklich sehr, sehr, sehr hübsch aus. Hier mit Glumanda, Bisasam, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Einfach geil. Also warte mal, ich kann mir auch kurz ein bisschen hier so die Karten etwas auf die Seite räumen. Dann seht ihr das auch nochmal in ganz. Hier oben geht es noch nach oben. Hier schön mit den Ranken, mit dem Feuer, dem Wasser. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und was ich jetzt noch bekommen habe, worüber ich mich auch sehr, sehr gefreut habe, und zwar, ihr wisst ja, Pokémon ist einfach geil. Und ja, ich bin nicht mehr der Jüngste, ich bin aber auch nicht der Älteste. Also ich bin unter 25 auf jeden Fall. Wie alt ich jetzt genau bin, ist jetzt erstmal egal. Aber ja, ich habe noch bekommen ein Glurak Y als Plüschfigur. Finde ich sehr, sehr süß, sehr, sehr hübsch vor allem auch. Es muss man noch ein bisschen richten, also ich meine, die Flügel sind so ein bisschen okay. Aber sieht trotzdem sehr, sehr cool aus, finde ich hier so Glurak Y. Mega süß. War nicht die einzige, die ich bekommen habe.
Ich habe noch bekommen ein Evoli. Eine Evoli-Plüschfigur, die ist sehr, sehr groß, aber auch sehr, sehr hübsch. Gefällt mir mega gut, kann man quasi hier so hinsetzen. Kann die Ohren stellen, seht ihr es nicht. Aber mega hübsch auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und als letztes Pokémon-Geschenk habe ich dann noch erhalten ein Mega Glurak X. Auch sehr, sehr hübsch, kann man auch einfach hinstellen. Hier mit den Flammen aus dem Mund, die Flügel kann man dann richten. Muss ich alles nochmal in Ruhe ein bisschen machen. Aber sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und ja, damit habe ich euch quasi alles gezeigt, was ich bekommen habe. Und jetzt gehen wir wieder zurück ins alte Setup und ich löse auf, wer das Gewinnspiel gewonnen hat. So, und da sind wir wieder zur Auflösung. Und zwar gab es zu gewinnen, also das Gewinnspiel haben wir hochgeladen am Mittwoch, das heißt, heute ist der 21., das war am 20.19. Am 17. Februar, das heißt vor 4 Tagen, am Mittwoch haben wir das Gewinnspiel in die Welt gerufen quasi, in der ich dafür gesorgt habe oder mich bei euch bedanken wollte auf jeden Fall, bei einem von euch. Dafür, dass ihr meine Videos liked, dass sie euch gefallen, dass ihr sie anguckt, um euch einfach so ein klein bisschen Support zu zeigen. Jetzt in der Episode eben habe ich euch schon ein paar Codekarten gezeigt, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen könnt. Und ja, was man heute gewinnen konnte, war eben wie gesagt ein leeres Evolution Booster, beziehungsweise leer nicht, den Inhalt seht ihr da hinten. Außer den Hit, den wir daraus bekommen haben, das war das Dragoran X. Das gibt's leider nicht. Dann gibt's ebenso Sticker, die ihr gewinnen konntet. Wir können nochmal kurz drüber sehen, was es war. Wir hatten hier Ash Pikachu, Paras, Traumato, Flavados, Pixie, ein Jurob, ein Flamara, ein Raichu, ein Geowatz und ein Magma. Und eben die ganzen Karten, die ihr hinten sehen könnt. Das heißt, wir haben Electek, wir haben Vulpix, wir haben Radfratz, wir haben Carpador, wir haben einen Nebulak, ein Smogon, ein Kokuna und die Doppel-Farblos-Energie. Und jetzt, wer hat gewonnen? Man musste das Video liken, man musste das Video kommentieren, man musste abonnieren und man musste erraten, was mich all die Evolution-Karten gekostet haben, die ich im letzten Video gezeigt habe. Da war unter anderem dabei ein Mega-Glurak, Y, Full Art, ein Rockus Durchhaltevermögen hieß, glaube ich, Mega Bisaflor war dabei, ein Full Art Mewtwo, ein Full Art Mewtwo X, ein Dragoran X, ein Lamus X, ein Taubos X, zweimal ein Machomai Break, eine Volnona Break. Also einiges an Karten. Und diese Karten haben mich zusammen gekostet 150 Euro. 150 Euro habe ich für diese 12, 13 Karten insgesamt gezahlt. In den Kommentaren gab es einige Versuche, die, glaube ich, gereicht haben von 100 Euro bis hin zu 500 irgendwas oder so. Und es gab tatsächlich zwei, also es hat keiner genau erraten. Keiner genau. Das war ja eine Voraussetzung, also wenn man es genau errät, hat man gewonnen. Und die zweite war dann, wer am nahesten dran ist. Tatsächlich gab es zwei, die 165 Euro getippt hatten. Wir hatten den lieben Fuse und wir hatten den Poketrainer Obito. Jetzt habe ich aber auch gesagt, wer am schnellsten auf die Idee kommt. Und wer von den beiden schneller kommentiert hat, war Pokémon Trainer Obito. Damit herzlichen Glückwunsch zu dir, dass du das Gewinnspiel gewonnen hast. Ich hoffe, du siehst dieses Video auch. Meld dich auf jeden Fall bei mir via Twitter, via Instagram. Ich hoffe, eins von beiden hast du auch. Ansonsten kriegen wir das auch anders geregelt. Mir einfach dort. Ich habe beides unten in den Kommis verlinkt. In der Beschreibung. Mich einfach auf einem von beiden anschreiben. Und dann klären wir das, dass du all den Inhalt hier auf jeden Fall von mir aus bekommst. Trotzdem vielen lieben Dank an alle anderen, die auch mitgemacht haben, die zugeschaut haben, die mich supportet haben. Ich hoffe, das macht ihr in der Zukunft auch. Und dann können wir auch wieder das ein oder andere Gewinnspiel starten. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs heutige Video, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Noch ein paar kleine Puls, ein paar bisschen Stuff, den ich euch hier heute an meinem Geburtstag gezeigt habe. Und ja, dann würde ich sagen, auch für dieses Video bitte liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Einfach auch für die coole neue Matte, die wir jetzt hier in den künftigen Videos immer dabei haben werden. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein, euer Poke, ciao.